Klettern ist eigentlich mein Lebensinhalt. Egal, ob ich jetzt da in meinem Büro sitze und Klettergurte entwickle oder ob ich am Fels draußen in meinem Routenprojekt am Arbeiten bin. Als ich das Klettern angefangen habe, war das schon für mich genau diese Auseinandersetzung mit dem Material. Ein Erfolg, sowohl in der alpinen Route als auch in der Sportkletterroute, ist immer auch irgendwo der Funktion des Materials geschuldet. Ideen entstehen eigentlich meistens beim Klettern. Man hat irgendwas im Einsatz, irgendein Produkt, findet Optimierungsmöglichkeiten, überlegt, wie könnte man das noch besser machen. Ideen entstehen dann auch letzten Endes beim Nähen, wenn ich dann an der Maschine sitze und feststelle, boah, so wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, funktioniert das gar nicht. Dann fange ich nochmal an, neu zu nähen und dann irgendwann sitze ich einfach nur noch da und muss überlegen, wie löse ich das Thema jetzt. Und irgendwann kommt mir die Idee. Die objektiven Kriterien eines Klettergurts, die Funktion der Schnallen, die Position der Materialschlaufen, die Größe des Einbinderings, der Abriebschutz, das sind einfache Kriterien. Die sind an allen Klettergurten sehr, sehr ähnlich. Das Herzstück der Gurtsentwicklung, das ist, was wirklich die Faszination an dem Entwickeln ausmacht, ist das, was im Inneren stattfindet. Wie wird die Kraft verteilt, wie wird die Kraft eingeleitet, wie wird der Gurt bequem, leicht, komfortabel. Das so zu verpacken, dass es der Kunde nicht sieht, aber spüren kann. Die innovativste Konstruktion der letzten Jahre bei uns ist eigentlich diese 3D-Bend-Technologie. Die funktioniert durch eine dreidimensionale Formung. Es ist also so, wenn ich eine Beinschlaufe aufschneide, kann ich die nicht mehr flach auf den Tisch legen. Es ist also nicht einfach nur eine zweidimensional gekrümmte Fläche, sondern es ist eine dreidimensionale Fläche und die passt sich eben optimal an unseren eben auch nicht nur zweidimensional geformten Körper an. Den besten Gurt kann es nicht geben, es kann nur für jeden Einsatzbereich den besten Gurt geben. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir hier bei Edelried verfolgen, dass wir sagen, wir versuchen, die Palette etwas breiter zu machen und dadurch für jeden Einsatzbereich den optimierten Gurt zu erschaffen. Eigentlich das Coole an der Klettergurtentwicklung ist es, dass es eben nicht mehr so diese einfachen großen Schritte sind, sondern es sind mittlerweile die Nuancen, wo man wirklich sehr genau gucken muss, sehr viel Ursachenforschung betreiben muss und dann doch noch sehr große Wirkung erzielen kann. Und gerade diese Akribie, die da notwendig ist, das ist das, was für mich das Klettergurtentwickeln so faszinierend macht.